Wir sind immer noch in unserer Urlaubstour hier in der Wolkenstadt auf dem Zentralplatz hier in Lego Star Wars, die Skywalker-Saga mit Boba Fett unterwegs, welcher uns weiterhin ein paar Kybersteine sammeln möchte, sowie nachher auch Charaktere und Raumschiffe. Aber zwangsläufig erstmal kümmern wir uns um die Steine. Und da holen wir uns direkt erstmal den Stein, der hier oben auf der Plattform liegt, mit Hilfe des Gleiters und Rey bzw. dem Agnaut aus Mandalorian. Ich schon, wie lange es noch dauert, bis wir auf die 1000 kommen. Und habe ich schon über 51 Spielstunden tatsächlich. Das ist, würde ich sagen, schon eine relativ ordentliche Zahl. Okay, da oben sehe ich Truppen, die uns angreifen könnten. Deswegen lassen wir sie erstmal in Ruhe. Hier haben wir eine Gleitposition, die können wir gleich aber nutzen. Mit Rey. Oder dem hier. Mit Quill. Oh Gott, das habe ich gerade voll versaut, aber ist nicht so schlimm, wir haben es trotzdem geschafft. Zack! Wolkensurfen! Kann ich da auch irgendwie rüber? So safe nicht, das ist glaube ich zu tief, ja. Da wahrscheinlich von oben. Der Gleiter hält auch nicht ewig. So, ah ne, da können wir uns wahrscheinlich einfach rüberhangeln. Da brauche ich wieder Boba für. Oh, war das knapp. Ah, hier brauchen wir sowieso was Goldenes. Perfekt. Ah ne, ein Raumschiff ist hier. Wumms in der Wolkenstadt. Kleiner Frachter YouTube 2400. Ja, ich weiß, YouTuber, das ist ein YT-Frachter. Ja, YT passt halt perfekt zu YouTube, deswegen habe ich da jetzt gerade den Witz gemacht. Schreckliche Nachrichten. Im Laden meines Freundes ist Giftgas ausgetreten. Ich leide mit ihm. Bin aber auch heilfroh, dass das nicht mir passiert ist. Ja, das kennt man aber auch. Ich kann dir sagen, Cap, wir haben das Problem schon behoben. Also da brauchst du jetzt keine Angst mehr haben. Das Gas ist weg. So, hier ist auch noch irgendwo ein Stein in der Nähe. Da. Ist wieder irgend so eine Schießübung hier. Oder irgendwie irgendein Terminal, was hier wieder irgendwo rumsteht. Ich mache diesmal einfach wieder alles kaputt. Nicht, dass hier wieder irgendwo was auftaucht. Wie ja gerade eben. Ja, ist gut. Ich schieße doch hier nur die Pflanzen kaputt. Das ist doch nichts Schlimmes. Ja, ich weiß, unsere Umweltschützer kommen jetzt gleich wieder hier. Wo ich die Grünen jetzt mittlerweile auch nicht mehr als Umweltschützer bezeichnen würde. Ganz im Gegenteil. Das waren ja gerade die, die hier die ganzen Tests machen wollten. Was ist denn da oben? Die Tests produzieren ja nun mal relativ viel Müll. Okay, da oben müssen wir aber nicht hin. Da ist nämlich noch ein Stein. Wie komme ich denn an den hier ran? Ist hier wieder irgendwo, muss doch jetzt hier wieder ein Schalter sein. Ah, da unten. Das ist auch fies. Achso, ist der Einzige, okay. Ja, da musst du auch drauf achten. Ich habe schon fast gedacht, die müssten doch hier irgendwo. Es wäre richtig dumm, wenn hier einfach der Schalter einfach hier irgendwo unter der Plattform ist. Und der ist tatsächlich einfach da unten platziert worden. Ja? Wenn du auf die Karte achtest, siehst du das gar nicht. Schalterverwalter. Okay, ich kann das sogar einsammeln, wenn ich nicht in der Nähe stehe. Ist auch interessant. So, da hinten ist noch ein Stein. Und zwar hier drinne. Das können wir easy machen. Mit dem Bagel. Ist das geil. Ja, ich schneide auch mal meine Wände immer mit dem Bagel auf. Also das ist ja wohl klar. Okay. Zwischen den Wänden. Ich denke mal, der war jetzt eigentlich geschenkt. Können die Bagel auch werfen. Jawohl. Ja, 689 haben wir damit. Der nächste scheint gleich hier zu sein. Ja, okay, das ist auch relativ easy. Ja, renn weg, genau. Nicht gefährlich. Silberstreif. Nicht steif, sondern Streif. Bitte nicht wieder auf irgendwie Idee kommen. Hier kriegen wir sogar einen Charakter und ein Raumschiff. Okay. 690 Steine sind damit in Gepäck. Nehmen wir unsere Wasserpistole mal mit. Ja, Wasser ist so wirklich so schlimm. Plant der Boden auch wieder an? Jawohl. So,
So, hier scheinen wir alles zu haben. Da ist noch was zum Reingehen. Wolkenstattlich. Gehen wir mal dahin. Ah, das ist da drüben. Weg. Gibt es den Dreisprung? Nee. Ich bin doch gerade dreimal gesprungen, oder nicht? Oder war ich schon wieder zu weit runtergefallen, dass der zweite Sprung nicht mehr gezählt wurde? Da, 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 da. Das war mir damals auch in der kompletten Saga mal so schön, diese Musik. So, gehen wir hier rein. Ich hoffe mal, wir kommen hier auch rein. Ja. Einmal rein hier. Sieht irgendwie genauso aus wie vorher. Ach, wieder so eine Schießübung. Ja, mit dem Charakter geht das nicht. Das hat sehr beschissen gemacht. Sechs von neun, wo ist denn jetzt das letzte? Sieben, ah, da ist auch noch eine, scheiße. Okay, jetzt muss ich ein bisschen sinnvoller machen. Warten, dass was runtergegangen ist. Okay. Bisschen taktischer hier. So, vier, fünf, sechs, sieben, acht und die neun. Jawohl. Ja, muss es taktisch machen. Nicht einfach nur wild auf ein Ding raufgehen, sondern schon eben hin und her schauen. Schielscheibe. Alles klar, aber ein sehr geiles Spiel gemacht. Auf jeden Fall gefällt mir. So, dann gucken wir nochmal kurz auf die Map. Da ist irgendwas mit... Aber ich glaube, die Karte ist schon sehr nach dem Battlefront nachempfunden. Okay, hä? Das sind Sturmtruppen. Warum sind wir überhaupt hier oben verschanzt? Doch wohl nicht, um tatsächlich die Schlüssel von irgendjemandem zu bewachen, oder? Zack. Ey! Ich hau einfach mal ab, während ihr da rumrennt. Shoppingbezirk. Ich hab eine Wasserpistole hier. Oh, und Schiffsschlüssel gibt's hier wieder. Ja. Hey, ihr seid nicht befugt, diesen Schlüssel zu nehmen. Tuppler festnehmen. Hier Stinkbomben, auch hier die Feuerbomben. Komm mal wieder runter. Vielleicht muss ich hier aktivieren. Nur noch Verkleidung, was tun wir die denn jetzt? Ah, ich muss hier warten. Ach so. Ich muss so lange warten, bis es da aktiv, bis es freigeschaltet wird, und so lange muss ich mich verteidigen. Das ist auch eine interessante Aufgabe. Jetzt haben wir noch zwei. Warte mal, ich muss mich aber langsam mal beeilen. Sieben, sechs. Kann ich da nicht einfach rüberspringen? Jawohl. Nein. Fuck. Ach nee, ich dachte, ich muss es in der Zeit holen. Ich muss so lange warten. Bespins Brutalos. Haben wir damit abgeschlossen. So, euch lasse ich jetzt einfach mal schön da stehen. Hier interessiert mich sowieso nicht. Ihr seid ja sowieso schon alle abgehauen. Perfekt. Imperialer Landungstransporter der Wächterklasse. So, den haben wir auch freigeschaltet. Gefällt mir. Da erkunden wir hier auch noch ein bisschen. Hier muss auch irgendwo... Gibt es die Frierkammer hier auch? Wenn alle in der Wolkenstadt gleichzeitig sprengen, ob wir dann die Stadt zum Absturz bringen würden? Oh nein, eine weitere hypothetische Frage, die mich nachts wach halten wird. Ja, ich kenne auch so einige Fragen. Ich glaube, es interessiert keinen. Du bist doch irgendwie was. Ja, aber doch, das Design ist schon sehr ähnlich mit dem... Okay, ist auch schon wieder irgend so ein Rätsel. Ja, ich sehe es schon. Ich hole mir erstmal ganz kurz mal hier den Druiden raus.
den Druiden, den wir suchen. Okay, ja, wahrscheinlich wird das so nicht funktionieren. Okay, jetzt geht da der Strom lang. Da. So. Vielleicht geht's zuerst nach unten, ne? Ja. Oh, war das knapp. Oh Gott, jetzt sehe ich schon wieder, was das wird hier. Ach du Scheiße. Ich muss jetzt wieder nach da bauen. Ich wechsle jetzt mal zu Boba, das ist vielleicht ein bisschen einfacher dann. Aber das Zeitlimit ist relativ großzügig, muss man sagen. Ich gehe kaputt. Was muss ich jetzt denn bauen? Sehe das nicht. Ah, okay, jetzt können wir hier den nächsten Strom aktivieren. Das scheint also so ein Checkpoint zu sein. Ich hoffe nur, dass wir jetzt verkacken, dass wir dann nicht wieder von vorne anfangen müssen. Jetzt muss es auf jeden Fall nach dort, und zwar schnell. So, okay, jetzt geht das da durch. Und dann, wo ist es jetzt in Mitte, ne? Ja. Und sei einfach schneller, bitte. Hallo, bau das doch mal auf jetzt hier. Oh. Ja, jetzt erst, ne? Bau das ab jetzt hier. Reiß das ab. Okay, es fängt aber wieder von vorne an. Wir können es sozusagen nicht verkacken. Also zuerst hier rechts. Und dann Mitte, wenn die Mitte diesmal auch funktioniert, hoffentlich. Könnt ihr natürlich auch vorher einfach mal das Netz vorher anschauen. Jetzt bitte die Mitte. Okay, diesmal ging's. So, jetzt wieder nach rechts. Gong-Druide, geht da bitte weg, du störst. Oh, schnell! Nein, der blöde... Oh, geh doch mal weg, du Gong-Druide. Warum stehst du denn genau davor? Das ist auch wieder so extrem dämlich gelöst. Wieso muss der blöde Druide auch genau davor stehen? Warum muss die Kamera mich hier eigentlich so festhalten? So. Sobald das durch ist, direkt abreißen. Diesmal ging's. Aber hier ist das Zeitlimit wirklich relativ interessant. So, und wir haben es geschafft. Ein wirklich interessantes Rätsel, gefällt mir. Also hat mir Spaß gemacht. Hätte es vielleicht auch ein bisschen länger machen können, aber Kabel parat. Geil wäre es natürlich auch, wenn sich das jedes Mal ändert, wenn man jetzt hierher kommt. Das wäre natürlich auch geil, weil dann könnte man da schöne Challenges draus machen. Mein Astromech ist abgestürzt, als er ein Schiff von Utapau zurückgeflogen hat. Seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört und er taucht auch nicht auf unseren Scannern auf. Er muss auf einem einsamen, unbewohnten Planeten gelandet sein. Ich vermisse den Kleinen. Zumindest bis ich einen neuen kaufen kann. Ja. Gibt da viele, die das bei Haustieren ja auch so machen. Da oben ist was zum Abschießen. Ein Secret oder sowas. Rette die vertriebenen Porks. Achso, das ist auch wieder so eine Sidequest, die wir machen müssen. Alles klar. Müssen natürlich auch mal später darauf achten, dass wir die alle finden. Ich gehe davon aus, auch hier gibt es wieder auf jedem Planeten einen. Und wir haben, glaube ich, bisher ja nur einen gefunden gehabt. Jetzt haben wir zwei. Okay, auf der Ebene haben wir jetzt auf jeden Fall alles durch. Das heißt, wir können jetzt erstmal eine Ebene weiter runtergehen. Hier haben wir auch alles. Was fehlt uns denn überhaupt noch? Gucken wir mal ganz kurz. Ja, so viel ist es gar nicht mehr. Noch vier Steine. Und ich habe noch ein ganz kleines bisschen Aufnahmezeit. Also einen könnten wir eigentlich uns noch holen. Da, 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 da. Ja, wie komme ich denn dorthin eigentlich wieder zurück? Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal kurz wieder zum Startpunkt zurück, weil ich glaube, das Gebiet haben wir langsam ausgeschlachtet. Dass wir langsam wieder mal zurück können zur Landeplattform, weil da waren wir auch noch gar nicht. Hier waren wir auch drin, das war hier dieses mit dem Loch, was nichts gebracht hat.
Es scheint so, als ob wir gar nicht zu Carbonit kommen können. Das ist natürlich schade. Oder sie kommt nur woanders. Ich weiß auch gar nicht, wo sie in Battlefront waren. Battlefront war sie meiner Meinung nach da hinten. Da kann ich mich jetzt auch täuschen, das weiß ich nicht. Hier waren noch zwei Quests, sehe ich gerade. Zwei Missionen. Hier. Was war das für Mission? War das beides? Enthüllung. Achso, das ist der Kampf gewesen? Das ist wahrscheinlich die Flucht, ne? Hinterschlafplatz, ja, das ist die Flucht. Okay, hier sehe ich auch noch gerade noch einen Stein. Der ist da oben drauf. Da brauchen wir Ray für. Ups, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Oder den Typen hier, den können wir auch nutzen. Kommt. Weil ja viele Ray nicht so gern mögen, nehmen wir jetzt einfach mal den Typen hier. Ich meine, der kann es ja auch. Und ich habe ja grundsätzlich nichts gegen Ray. Ist halt einfach eine Person. Willkommen in der Wolkenstadt. Das ist sogar der Willkommensstein. Die haben wir ernsthaft jetzt erst relativ spät geholt. Ja. Und die Story hätten wir, glaube ich, nicht holen können. Wie komme ich denn da hinten noch hin? Also hier scheint nichts mehr zu sein. Hier scheint bloß noch Deko. So verdammt weitläufig hier die Wolkenstadt. Wo ich sagen muss, ich hätte Quill bisher immer mit Q geschrieben. Jetzt weiß ich, dass man es anders schreibt, mit K. Auf die Karte. Also irgendwie muss ich auch da hinten noch hinkommen. Gehen wir kurz mal hier die Ebenen auf und ab. Naja, wahrscheinlich ist das hier wieder bloß andere Ebene. Ich sehe jetzt auch aktuell hier gerade... Warte mal, da hinten ist ja noch ein Stein. Wie konnte ich den denn übersehen? Wie habe ich den denn jetzt gerade übersehen? Hier ist auch noch ein Gespräch. Ich würde Baron Calrissian überall hinfolgen. Wenn er mir sagt, ich soll auf einen Beldon springen und ihn zu Boden ringen, würde ich genau das tun. Ehrlich. Ja. Wartet mal. Hat er das angeordnet? Hat er euch geschickt, um mir genau das zu sagen? Weil ich tue das. Okay. Ja, kennt man ja auch aus Deutschland. Wenn die Regierung sagt, spring in ein Loch, dann überlebst du, dann wird er wahrscheinlich auch in ein Loch springen. Okay, wir haben einen weiteren Stein gefunden. Wilde Wolkenstadt. Man kann ja auch hier unten laufen, das ist viel einfacher. 694 haben wir damit. Gucken wir uns mal auf den Zwischenstand. Zwei Steine fehlen uns noch. Gucken wir uns mal, was uns hier noch so erwartet. Also hier scheinen wir alles zu haben. Bis auf den Charakter da. So, unterste Ebene, hier ist auch alles klar. Hier auch. Gasraum hatten wir auch schon. Das hier müssen wir auch schon gehabt haben. Ne, Wohnung, hier waren wir noch nicht. So. Dann navigiere ich uns jetzt einfach mal hin. Geht ein bisschen schneller, da muss ich jetzt nicht wieder extra suchen. Da hinten, da waren wir noch nicht drin. So. Hier geht irgendwie nach dort. Und ich war hier oben noch nicht drauf. Hey, wo führt er mich jetzt gerade hier hin? Hier. Hier brauchen wir den Imperialen. So. So. Brauchen wir gar nicht mehr machen, die Rätsel. Wo es wahrscheinlich sogar schneller ist, wenn wir die Rätsel einfach machen, als wenn wir da jetzt warten. Hallo? Ah. Ist jemand da? Chef? Seid ihr das? Ich bin so unsichtbar, meine Spionagemission, ne? Abgeschlossen, aber diese Tür lässt sich nicht öffnen. Oh, und hier brauchen wir einen Schlüssel. Ich muss Vader sagen, dass Rebellen den Protokolldroiden gefunden haben. Oder den Schrank, das dürfte der Schrankschlüssel sein, den wir vorhin hatten. So schlecht. Esszimmer Wolkenstadt. Wahrscheinlich Schrank, ne? Ja. Aber was ist denn Esszimmer Wolkenstadt? Das haben wir auch noch nicht gehabt. Frische Luft. Ah, perfekt. Über den Wolken gefangen. Ich wurde angewiesen, die Rebellen aus diesem Schrank heraus auszuspionieren. Aber meine Tarnung flog auf und sie haben mich eingesperrt. Die Schuhe da drin stanken furchtbar. Ein Kriegsverbrechen. Ja, das ist wirklich extrem furchtbar. Wenn ihr mich nun entschuldigen wollt, ich muss versuchen, mich an das zu erinnern, was ich gehört habe. Wenn sie mich doch nur in den Stifteschrank gesperrt hätten. Okay, denk nach. Es reimte sich auf Protokolldroide. Prototypolide? Nein, das ist es nicht. Ja, gute Frage.
Protokolldruide, da wird mir so auch nichts für einfallen. Ich sehe nicht mal einen Ausgang hier markiert. Da wird irgendwie schön den Cheat benutzen können, den wir sonst immer nutzen. Oder den kleinen Trick. So. Die beiden Räume hatten wir auf jeden Fall schon, ne? Besetzter Laden. Und hier waren wir auch schon drin, ne? Ja. Okay. Hier ist auch nichts mehr. Also Räume scheinen wir jetzt alle zu haben. Trotzdem fehlt uns noch ein Stein. Aber ich sehe hier keinen mehr markiert. Das bedeutet, dass wir jetzt wahrscheinlich die Quests machen müssen. Ja. Gut, aber ich würde sagen, das verschieben wir auf die nächste Folge. Denn, ja, wie gesagt, die Aufnahmesession ist vorbei. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen, bis bald und ciao. Die Folge Lego Star Wars, die Skywalker Saga ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zu Playlisten, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, um dann auch die nächste Folge nicht zu verpassen. Dafür kannst du jetzt einfach in die Mitte klicken. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderbare Zeit und möge die Macht weiterhin mit dir sein. Ciao.